Unternehmertum gestern, heute und morgen. Das Unternehmerforum Zürichsee. Mit dem Professor Josef Jung, dem Biografen Alfred Escher, dem David Bosshardt vom GDI und dem Zürichsee Unternehmer Award Gewinner 2021. Am Donnerstag, 18. November im Gottlieb-Duttweiler-Institut Zürich-Lücke. Anmelden jetzt auf ufz.ch. Thomas, wenn ich als Unternehmer jetzt möchte einen Radiospot bei euch produzieren, wie funktioniert das? Zuerst ist es sicher wichtig, dass man das Ziel kennt. Und eigentlich um das Ziel herum werden wir dann auch dementsprechend die richtigen Geräusche und auch die richtige Stimme vorschlagen. Grundsätzlich hat aber der Kunde auch die Möglichkeit, das natürlich jederzeit selber zu entscheiden, selber eine Idee zu kreieren und natürlich auch dementsprechend Geräusche oder Stimme uns vorschlagen. Wie lange dauert das, bis so ein Radiospot produziert ist? Normalerweise sind wir sicher froh, wenn wir da ein bisschen Vorlaufzeit haben, weil aus der Erfahrung wissen wir auch, dass Stimmenauswahl oder eben auch Geräusche, Kulissen einen längeren Entscheidungsweg haben. Aber grundsätzlich sind wir ja nicht umsonst 5 Minuten besser und schaffen das natürlich auch in einem Tag, wenn es muss sein. Du hast ja heute über den digitalen Wandel in der Medienbranche geredet. Werden wir in Zukunft immer noch so Spots hören, wie wir es aktuell vom UFZ im Radio hören, oder wird es andere und neue Formen geben? Also auf jeden Fall werden wir Radiowerbung in Zukunft noch hören, weil Radiowerbung ist unser Lebenselixier und ist unsere Hauptdynamikquelle, wie auch für jede andere Privatradiostation in der Schweiz. Und von dem her, ja, es wird auch in Zukunft noch Werbespots geben. Ob sich die anpassen in Zukunft und den entsprechenden Devices ein bisschen anpassen, das schließt sich nicht aus. Das hat es bis jetzt schon gegeben, wenn man bei der IP-Verbreitung beispielsweise schaut. Die Pre-Roll-Werbungen, die vorgeschaltet sind, ist auch in dem Sinne eine neue Form, aber eigentlich halt auch Radiowerbung. Christian, nicht nur die Medienbranche ist im Wandel, sondern auch das UFZ. Wie geht es weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben eine komplett neue Webseite. Wir haben ein neues Logo, das auch den Wandel und die Dynamik, die wir aufbauen haben, symbolisieren soll. Das nächste grosse Highlight ist jetzt vor allem die Unternehmerwart am 18. November am GDI Rüschlicken, wo wir ca. 80 Teilnehmer erwartet, Top-Referenten haben und wir haben es ja gerade gehört, der Werbespot vom Radio Zürichsee. Super. Und wichtig jetzt, melde dich auch du an. Bei diesem Event können dabei sein auf www.ufz.ch.